Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum allerersten Video in diesem Jahr. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid schön reingerutscht und wir starten zusammen das Jahr 2021 mit den Spielideen für Kleinkinder im Alter zwischen dem 21. und 24. Monat. Ich habe bereits eine Reihe Videos zu dem Thema gemacht, angefangen für die Babys im Alter von 0 Monaten bis zu dem zweiten Geburtstag. Alle Videos habe ich für euch in der Wiedergabeliste Beschäftigungsideen für Babys und Kinder zusammengefasst. Dort findet ihr zahlreiche Spielideen für das erste und das zweite Lebensjahr eures Kindes. In diesem Video wird euch mein Sohn Andreas zeigen, womit er gerne kurz vor seinem zweiten Geburtstag gespielt hat. So sieht unser Montessori-Regal für Andreas aus. Jedes Spielzeug hat sein eigenes Fach, seinen eigenen Platz. Und Andreas lernt nach dem Spielen, das Spielmaterial wieder zurück an den Platz zu bringen. Bei Interesse schaut euch gerne dieses Video an, wo ich ausführlich über die Gestaltung des Montessori-Regals berichte. Und wir fangen gleich mit dem Video an. Und das beliebteste Spiel in diesem Alter war bei uns der Sprachkorb, der verschiedene Objekte hat und die Bilder dazu beinhaltet. Die Kinder lernen jeden Tag neue Wörter und dieses Spiel unterstützt die Sprachentwicklung. Das Kind versucht, das 3D-Objekt, also die Spielfigur, einem 2D-Bild zuzuordnen und lernt neue Wörter. Finde bitte den Hund. Hier ist Kuddel. Hier ist der Hund, okay. Was ist das? Hund, genau. Wow. Pferdchen. Ein Pferd. Wo ist das Pferd? Hier ist Pferd. Okay. Ist auch reiten. Reiten, ja. Man kann auf dem Pferd reiten. Ja. Wie reitet man auf dem Pferd? Ikaro. Ikaro, okay. Katze. Hier ist die Katze, ja. Ich aufhöre mit. Für mehr Informationen zu den Sprachkörpern und wie man die Sprachentwicklung montessorisch unterstützt, schaut euch gerne dieses Video an. Bauklötze. Womit wir auch sehr gerne gespielt haben, waren dieses Holzbrett mit Formen zum Sortieren von Melissa und Doc. Hier kann man das Konzept der Größe erklären, die Formen von kleinsten zu größten sortieren. Andreas hat auch gerne Türme damit gebaut. Man kann die Bauklötze sortieren und versuchen, die Formen an den richtigen Platz zu stecken. Dieses Spiel ist ziemlich versatil. Wir lieben das und das steht bereits seit ein paar Monaten bei uns auf dem Regal. Haben wir ganz groß. Das ist mittelgroß und das ist klein. Hast du schon gefunden? Ja, Mama Karofka und Baby. Mama Karofka, Baby. Mama Kuh und Baby Kuh. Kälbchen heißt das Baby. Das Baby heißt Kälbchen, ja? Das ist Kälbchen. Haus. Rausholen, damit du das besser zusammenstecken kannst, ja? Das da. Was ist das? Wo kommt das? Das ist Affe. Ja, Affe. Babyaffe und Mamaaffe. Ja, das ist Papaaffe. Papaaffe, okay. Andreas puzzelt gerne und hat alle seine Puzzles mit Holzgriff bereits mit großer Leichtigkeit gemeistert. So habe ich ihm kurz vor seinem zweiten Geburtstag sein erstes zweiteiliges Puzzle besorgt. Ich empfehle am Anfang nicht zu viele Teile zu geben. Hier habe ich nur 4 Paare im Korb. Ihr seht, dass sobald ich ihm alle Teile auf den Boden gelegt habe, war er etwas überfordert und wusste nicht so ganz genau, wo er anfangen soll.
Trotzdem konnte er ein paar Teile zuordnen, aber am Anfang empfehle ich wirklich zu reduzieren, um zu schauen, wie das Kind damit klarkommt. Schön, wenn das Kind Erfolgserlebnisse hat und die Motivation hat, weiterzumachen und zu probieren. Formen lernen. Das ist eine andere Form von Puzzeln mit Holzgriff. Hier kann man auf so eine Art dem Kind Formen beibringen, da in diesem Alter interessieren sich die Kleinen sehr für die Formen und für die Farben. Dieses Puzzle ist nach Montessori-Art gemacht. Alle Formen haben gleiche Farben und das Kind kann sich nur auf die Formen konzentrieren. Das heißt Isolation der Merkmale. Vergiss nicht, immer dem Kind zu zeigen, dass das Material nach dem Spielen zurück an den Platz gebracht werden soll. Andreas erkennt bereits das Konzept und sagt immer aufräumen, aufräumen und stellt das Material wieder zurück. Aber ich muss ihn trotzdem immer wieder daran erinnern. Die ersten zwei, drei Jahre, bedeutet Vorbild sein, dem Kind zeigen, was zu tun ist, das Material, das Spiel wieder zurück an den Platz gebracht wird und nach einer Weile wird das Kind dieses Verhalten nachmachen und wiederholen, was ihr gemacht habt am Anfang. Deswegen geduldig bleiben, Regal. Schau mal. Immer zeigen, nach dem Spielen Sachen aufräumen und eventuell wird das Kind das auch selbstständig machen. Fädelspiel. Für dieses Alter ist ein Fädelspiel auch ganz passend. Idealerweise hat das Fädelspiel eine Holznadel und große Scheiben oder Klötze für kleine Kinderhände. Dieses Fädelspiel ist von Harpe und Andreas liebt es. Er kann sich sehr lange mit dem Spiel beschäftigen und lange Ketten auffädeln. Auch meine Tochter, als sie klein war, spielte sehr gerne damit und selbst jetzt würde sie gerne das Fädelspiel von Andreas nutzen und sich damit beschäftigen. Von daher ist es ein Spiel, was wirklich ein paar Jahre in Gebrauch sein kann. Das ist Kugel. Rot. Gelb, blau. Was passt? Hier passt das Blau, genau. Ja. Blau und blau. Dann nehmen wir die zweite Karte. Ja. Wo passt das sie? Ist rot. Das ist rot. Hier rot. Hier ist rot, ja. Da ist rot. Wieso klatschst du die ganze Zeit? Macht man das im Kindergarten? Ja. Gelb. Andreas, macht er das im Kindergarten? Ja. Klatschen? Ja, klatschen. Finde bitte gelb. Hier. Ja. Andreas, wo ist blau? Hier. Ja. Andreas, wo ist rot? Hier. Hast du alle gefunden? Kurz vor dem zweiten Geburtstag bekommt das Kleinkind Interesse, was Farben angeht. Das erkennt ihr, indem ihr merkt, dass das Kind auf die Farben zeigt, die eventuell benennt, wenn er das gehört hat, wie ihr das benannt habt, und einfach Interesse zeigt, was Farben angeht. In diesem Fall könnt ihr dem Kind folgendes Spiel anbieten. Macht ein Set aus drei Farbpaare, die Grundfarben sind. Rot, Gelb und Blau. Die Karten kann man sehr leicht aus dem Papier machen und ich habe die einfach laminiert. Und eigentlich ist es ein nachgemachtes Material, Montessori-Material, Farbkasten 1. Das Farbkasten 1 besteht aus kleinen Täfelchen aus Holz und hier habe ich einfach Papier genutzt. Alle Karten könnt ihr am Anfang auf den Teppich legen. Ich nutze diesen kleinen Teppich, um Arbeitsbereich abzugrenzen. Danach zeigt ihr dem Kind die drei Grundfarben. Welche Farben gehören nun zusammen? Die Aufgabe des Kindes ist, ein Paar zu bilden. Ihr könnt dabei die Farben laut benennen. In diesem Alter muss das Kind die Farben noch nicht kennen. Die Aufgabe des Kindes ist einfach zu erkennen, dass rote Karte zu der roten Karte passt, gelbe zu der gelben und blaue zu der blauen. Hier wird einfach die visuelle Wahrnehmung trainiert. Später könnt ihr dem Kind die zweite Stufe der Lektion geben. Also Montessori hat drei Stufen Lektion und mit dem zweijährigen Kind würde man bei der zweiten Stufe aufhören. Und die zweite Stufe bedeutet, man würde das Kind fragen, zeig mir bitte, wo die rote Karte ist. Zeig mir bitte, wo die blaue Karte ist. Und übergeht zu dieser Stufe erst dann, wenn das Kind wirklich sicher mit den Karten ist und kann sie ganz gut zuordnen. Und jedes Mal beim Zuordnen habt ihr die Farben laut benannt.
Nächste Beschäftigung für die Zweijährige ist die ziemlich typische Montessori-Beschäftigung, und zwar geht es um die Schüttübungen. Das ist auch etwas, was die Kinder sehr, sehr gerne machen. Und am Anfang könnt ihr mit solchen Trockenübungen anfangen. Das heißt, ihr habt zwei Behälter. In einem Behälter ist irgendwas Trockenes, Reis, Linsen, Bohnen, alles, was ihr so in der Küche finden könnt. Und ihr zeigt am Kind am Anfang, dass es aus dem ersten Behälter die Bohnen in das zweite Behälter umschütten kann. Und danach kann das Kind selbstständig üben. Ich werde noch dazu ein Video machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, was man umschütten kann. Und ich werde euch alles in einem Video erklären. Diese Schüttübungen ist ein Teil der Übungen des täglichen Lebens, was natürlich auch sehr, sehr präsent in so einem Kleinkindalter ist. Eigentlich die meisten Beschäftigungen heutzutage bei uns sind wirklich die Übungen des täglichen Lebens. Die Kinder begleiten mich durch den Alltag und dürfen natürlich mithelfen. Und das machen sie sehr, sehr gerne. Und die letzte Beschäftigungsidee für heute ist sensorische Aktivität mit Knete. Diese Knete habe ich selber gemacht und die ist bereits gefühlt 3 Monate alt, ist immer noch gut und eigentlich ungiftig, weil die Zutaten kenne ich. Ich werde euch das Video mit dem Rezept verlinken. Und wir spielen gerne damit und man braucht eigentlich nicht so viel, vielleicht ein Messer. Wir nutzen Küchenmesser und eine Plätzchenform und das Kind ist dann happy und kann verschiedene Sachen damit basteln und einfach mit der Knete spielen. Vergiss nicht, dass die Kinder in diesem Alter auch sehr an Grobmotorik interessiert sind, beziehungsweise der wesentliche Teil des Alltags besteht aus Bewegung. Und ihr könnt natürlich das nutzen und mit Kindern spazieren gehen, mit Laufrad fahren, mit Schlitten fahren, zu Hause auch Raum schaffen, um die Möglichkeit zu bieten, sich zu bewegen, in Bewegung zu bleiben, weil das ist etwas, was sie wirklich brauchen. Und so lernen sie und entwickeln sie weiter. Für heute ist es alles. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Alles, was ich gezeigt habe, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.